So, hier mein Erstbesuch im Go-To-Market. Kurzer Einblick in den Laden. Klein, aber sehr aufgeräumt, sehr ansprechend dekoriert. Teilweise kann man sich nur einen Artikel von verschiedenen aussuchen. Hier zum Beispiel This is Food. Dann, was top bewertet wurde von den Käufern. Auch von diesen Soßen gab es nur eine von diesen dreien, die man sich aussuchen durfte. Verschiedene Schokoladen, Popcorn, die Kühltheke, Joghurt, Pudding, Käse, Soßen, vegetarische Sachen, da war ich schnell fertig. Guck mal, was wir uns mal ausgesucht haben. Frischer Pinsateig, ich bin sehr gespannt. Rockschwein und Quinoa Grillwurst. High-Protein-Bagel-Sesam. After-Sport, After-Partys, Kater-Ex. Und trinkt eigentlich nichts mehr, egal. Fruity Souls, das sind Trockenfrüchte mit Schokomantel. Dann This is Food Cold Brew Kaffee. Da war Kichererbsen Kartoffelpüree. Erbsen Kartoffelpüree. Dann, das finde ich ganz witzig, das ist Apfelsaftkonzentrat. 1:4 mischen, also kriegst du aus so einem kleinen Döschen 1 Liter Saft raus. Brat- und Backtaler mit Knusperkruste. Noch ein dieses Food. Crazy Coconut. Glücksatz. Wiener Würstchen von Aktivstallschwein. Habe ich schon ein paar Mal bestellt vom Aktivstall. Das kenne ich also. Und dann haben wir den 1:4 Orangensaft. Konzentriert. Guck mal, hier so ein Mini-Becher. Ja, da musste ich lange überlegen. Beers and Mac. Fresh, creamy, onion, garlic. Hamburger Soße. Also, ja. Konntest du leider nur einen von diesen drei verschiedenen aussuchen. Mal gucken, ob ich nächsten Monat noch einen kriege. Dann nochmal Trockenfrüchte, diesmal Erdbeeren oder gefriergetrocknete Schokolade. Eine Senfsalami, was immer das sein mag. Senfkörner wahrscheinlich drin. Und von Schweppes Mojito. Alkoholfrei, aber als Tipp, man kann alkoholfrei mit rein tun, mit weißem Rum. Ja, das war's. Insgesamt hat das 15 Euro für dieses Monatsabo und es hätte 55 Euro das, was ich ausgepackt habe.